Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Dishonored, dem großen Finale heute. Ich klicke noch ein paar Nachrichten weg. So. Und ja, die Qualität kann man irgendwie. Es ist sehr random verteilt. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Algorithmus halt funktioniert, der halt irgendwelche Leute pickt, die dann das einstellen dürfen und dann ist halt für die anderen nichts mehr übrig. Es kann sein, dass man eher anfangen muss, aber ich habe das Gefühl, Primetime am Donnerstag um kurz vor 19 Uhr, etwas später geworden, eigentlich nicht, ne? Also jetzt um die Zeit sollte nichts sein. Muss nicht viele Leute gerade aktiv sein. So. Ich hoffe nur, also das Spiel leckt sowieso wieder wie die Hölle. Da weiß ich echt nicht, woran das liegt. Ich habe auch festgestellt, dass die Maus irgendwie komisch ist. Irgendwie das ganze Spiel ist komisch. Ich hoffe, dass es dann beim zweiten besser wird. Ja, am Freitag ist Primetime, aber jetzt so eigentlich nicht. Und weiß nicht. Wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Verteilung echt random ist. Das ist echt, ich habe keine Ahnung, ich krieg nichts mehr mit von der Welt. Ich sitze nur noch zu Hause. Wie eigentlich immer. Ich mache doch nichts anderes. Ja. Au, es ist gerade so laut. Die Katzen hauen sich da hinten auch hervorragend. Ich würde es mal ein bisschen leiser stellen insgesamt hier. Musik eben ging noch und die habe ich nicht verändert. Ach, strange. Aber Lockdown. Aber wie lange denn? Also 2 Wochen erstmal? Au, 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 au. Ululululu. Beim letzten Mal ist mir noch nichts passiert. Da war alles gut. Das ist übrigens ein Schlachtruf. Bringe ich hier nicht selbst um? Ich möchte bitte wieder an Land. Ich suche mal den Schlüssel, um wieder aufzuschließen. Was? Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Abend, Chris. Komm zum Stream. Aufschließen? Was hast du denn zugeschlossen? So. Oder Lockdown, deswegen. Den kriegst du nicht mehr auf. Wo ist der Turm hin? Ach, das ist der Turm. Der guckt nur nicht in meine Richtung, deswegen ist er nicht tot und bedrohlich. Ich bin schon wieder völlig durch. Lockdown? Nein, das konnte ich echt nicht miteinander verknüpfen. Das ging gar nicht. Oh Mann. Ja, nee, irgendwie waren die letzten Stunden Arbeit heute eher Kopf aus und machen. Und dann jetzt irgendwie auch noch gegessen und irgendwie ein bisschen länger gebraucht. Ich hätte gerne mal einen Tag, wo ich nicht wirklich durch bin. Es fängt morgens an und ich komme nicht mehr wirklich klar. Ich will trotzdem spielen. Mit euch reden und so. Nee, ach Gott, erzählt bloß weiter. Ihr müsst mich nur korrigieren, wenn ich wieder nichts mitkriege. Du musst nicht ruhig sein. Du musst dich ja alleine erzählen. Ja. Und genau, es wurde bis jetzt Dezember beschlossen, dass es weitergeht. Bescheißt doch eh wieder jeder. Also ganz ehrlich, das finde ich halt so eine Sache, das bringt halt am Ende nichts. Wenn sich dann trotzdem die Leute wieder irgendwie treffen. Wachen, zu mir! Wo kommt der denn her? Gerade erst angefangen. Nee, aber ich meine, selbst bei mir ist das so eine Geschichte. Wenn ich mich jetzt mit meiner Familie treffen wollen würde, bestehen mindestens 4 Haushalten so, wenn ich mich allein mit meinen Schwestern und vielleicht einem Elternteil treffen möchte. Geht gar nicht. Nein! Au! Ach, nicht mein Hintern. Schnell, schnell, schnell. Die Luke. Okay, ach, hier sind wir trotzdem auf der anderen Seite. Ich bin mich verarscht. Jetzt nach einem halben Jahr Maskenpflicht sind die Leute ja immer noch zu dumm. Ja, die können die halt nicht richtig tragen. Die haben immer noch ihre Ausreden und dann ihre Entschuldigung. Ach. Über die Nase. Aber sie ist über die Stirn gezogen. Oh. So eine ganze Schweißermaske am besten immer. Das ist richtig eine Einstellung hier. Das gefällt mir. Ja, nee, ich habe mir echt gesagt, immer noch keine Ahnung, wie das aussehen wird.
Weil wahrscheinlich wird es halt auch so laufen, dass man sich mal so, mal da trifft irgendwie. Und vermutlich kommt trotzdem mein Vater vorbei und alle meine Schwestern. Wir treffen uns dann trotzdem. Also, man hat sich jetzt halt über ein Jahr fast nicht gesehen. Also, irgendwann? Dann halt alle auf einmal, alle kommen mit dem Autos. Wenn man halt nirgendwo hingeht, ist halt die Hoffnung einfach da, dass es vielleicht reicht. Und ja, es kontrolliert halt keiner, ne? Sind überall Leute. Geh nicht raus, bleib hier unten. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat. Ach, der schon wieder. Das glaube ich gern. Ja. Die hängt dann auch noch am Kinn. Kaum noch über den Mund. Keiner sagt was. Ja, ja, das ist sowieso Klassiker. Da kommt immer so, ja, ich musste ja was trinken und dann habe ich das vergessen und ich habe meine Ausreden, meine Berechtigung. Aber ich glaube, ich kann hier überall langlaufen. Was ist eigentlich meine Aufgabe? Völlig vergessen. Ist Emily ist hier? Emily ist hier, doch, ich bin mir sicher. Wir können uns aber quasi entscheiden, wo wir gerade langlaufen. Bisschen her hier. Ach genau. Angesichts zweiter hoher Corona-Zahlen wird der Teil-Lockdown in Deutschland bis zum 20. Dezember verlängert. Bund und Länder geeinigt. Für Weihnachten, Silvester sollen Sonderregelungen gelten, ja. Na, beim Geburtstag wird es vermutlich so laufen, dass meine Mutti einfach nur vorbeikommt. Dann gibt es ein bisschen Kuchen, das war's. Also, da passiert ja gar nichts. Es wird dann alles miteinander verbunden. Das war früher auch schon immer so. Wieso ist er so klein? Ach hier, da ist der Punkt, wo ich stehen kann. Guck. Hallo? Hallo? Ich darf hier raus? Okay. Darf ich noch stehen? So, Birthday Stream. Ja, keine Ahnung. Also es ist ja ein Sonntag, soweit ich weiß. Oh, da will ich nicht lang. Es ist ein Sonntag jedenfalls und vielleicht ja wirklich. Meine Mutti kommt irgendwann so gegen abends rum schon fast und wenn ich halt eh nichts Besseres zu tun habe, mache ich tatsächlich mal was an. Oh, ah. Hihihihihi. Keine Ahnung, was das gemacht hat. Nee, nie Smoothies. Nee, eigentlich nicht, ne? Also wenn dann mal samstags oder doch sonntags morgens hatte ich mal sehr selten. Ich habe die letzten Wochenenden immer überlegt, dann habe ich mir mal ein Weihnachtsgeschenken gestrickt. Ja, keine Zeit für einen Sonntagsstream beim Stricken hier. Ich muss halt stricken streamen. Was? Wieso rennt er denn jetzt weg? Dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Kein Zweifel. Er rennt weg, ich werde beschossen. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ja, ach nee, werde ich sehen. Ich werde mir das mal überlegen, ganz in Ruhe. Vor allem, was wir dann machen. Jetzt würde ich nicht rausgehen. Ob ich noch irgendwas Lustiges finde, was man so auch vielleicht zusammen spielen könnte dann. Viele schreien ja mal gleich Scribble. Das wäre vielleicht sogar gar nicht mal so eine schlechte Idee. Nöt. Lass mich raus. Hilf mir, Kinderlein. Oh nein. Au. Und du hättest keiner gehört hier. Fühl ich schon ein bisschen übervorsichtig hier. Die Deutschlandkarte auf und fragst dich. In Zahlen Bayern hoch sind wirklich, das fragst du dich immer noch. Ja, aber die hatten zum Beispiel Oktoberfest in Massen gefeiert. Nicht in Maßen, in Massen. Das sind halt auch immer so die Punkte, wo ich mir denke, die lernen es halt irgendwie auch nicht. Die wollen es nicht lernen. Keine Ahnung. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Ja, natürlich. Wer ist denn da immer noch? Ich würde mir ja gerne den Typen mal holen, aber das Problem ist, hier kommt der Dings gleich wieder. Wie mache ich denn das hier? Ich kann auch hier unten lang laufen, sehe ich gerade. Weiß nicht, ob das viel besser wird. Keine gute Idee.
Ich habe irgendwie, also man hatte halt keine Karte. Und ich glaube, Vorbereitung war halt auch echt schlecht. Doch, die haben. Also keine offiziellen, aber viele Kneipen und auch so draußen hatten sie echt viel aufgebaut gehabt. Nichts mit offiziell Oktoberfest als Stempel, aber die hatten da meines Wissens nach immer noch schön gefeiert. Weitestgehend. Hier läuft auch einer rum. Geht denn das hier alles hin? Tunnel unten drunter. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich gehe mal wieder zurück hier. Jucken, das sauer mir. kann man glaube ich so stehen lassen, ja. Das ist. Hey. Steh auf! So, wo ist er? Da geht er, der Peter. Der ist aber nicht wichtig. Was? Wieso? Nein, nein! Da geht er. Noch von vorne. Ich werde hier heute nie fertig werden. Niemals. Nee, aber gab es wirklich. Die hatten sogar in irgendwelchen Nachrichten darüber berichtet gehabt. Und ich habe mich auch einfach nicht gewundert. Also. Kuckuck. Au. Deine Kollegen sind genauso schlau. In Bezug auf Zusammentreffen oder noch mehr Schlimmeres. Oder nur mit deiner Maske. Das ist ein Bild. Der jetzt weg, der guckt jetzt weg, der Tumor. Der ist richtig kacke, den würde ich eigentlich ganz gerne ausschalten. Müsste eigentlich auch abschaltbar sein. Aber wer weiß das schon. Versuche mich hier so ein bisschen wieder durchzuschleichen. Das ist der Typ. Was hat denn der für Adleraugen? Du musst nach vorne gucken, nicht nach hinten. Muss man angewöhnen, wieder zu speichern. Die Speicherstände sind ganz schön voll. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ach, die küssen sich ja fast schon jeden Tag. Was? So nah kleben die aneinander. Na gut, ne? Jedem das seine. Ich finde es schlimm, wenn sie echt nicht draus lernen soll. Ach komm. Nicht umdrehen. Weiterlaufen. Ich vermisse die Leute, die immer irgendwie in die Ecken gepinkelt haben hier. Das ja, so läuft das halt. Nicht, dass es das sollte. Oh, ich verstehe es einfach nicht. Also mittlerweile sollte man wirklich gelernt haben, was man darf, was man nicht darf. Was man darf und was man trotzdem nicht machen sollte, vor allem. Ach, keine Maske. Vielleicht mal kurz über den Mund. Ah, zum Reden kein Abstand. Ich meine, wir sitzen halt auch nur zu Hause im Homeoffice, weil wir halt sonst Maske tragen müssen den ganzen Tag. Es ist ja... Man könnte sich ja mal sehen. Ich habe beim Partner noch nicht ein einziges Mal wirklich gesehen, so, ne? Aber nö, ist nicht drinne. Wird auch nie passieren. Dann nehme ich gleich Huckepack. Stecke ich mich hier drin, ey. Und lass den netten Herrn hier drin liegen. Was? Nein! Ich wurde entdeckt. Bin gleich entsorgen. Verdammt. Ach, Mist. Oh, doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, das geht. Doch, doch. Ich speichere mal. Das lief gar nicht so schlecht. Ach, nee. Nee, ich finde schon, wenn die Menschen endlich mal wieder ein bisschen sich zusammenreißen würden. Ich meine, alle wollen, dass es vorbei ist. Und dann gibt es mittlerweile immer mehr Leute, die der Meinung sind, das kann man jetzt ignorieren. Es hätte längst vorbei sein können. Wie in Afrika. Die können viel besser mit sowas umgehen. Die Zahn mal gesehen? Das ist ein Traum. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Es gibt doch auch Fähigkeiten, die ich noch nicht verwendet habe, wie Nachtsicht.
Oh, damit sieht man sogar die Lichtkegel von den Leuten. Mensch. Hätte ich das gewusst? Ich möchte mal eher verwenden. An unserem Standort 45 bestätigte Infektionen bisher. Ist das jetzt viel oder wenig im Bezug. Aber auf deinem einen Standort bestimmt relativ viel schon, ne? Ich weiß halt nicht, was jetzt die absolute Zahl ist, was ich da für Leute habe noch. Ach, Mist. Halt sofort. Ja, und dann? Gesamt ist ja bei 2100, aber das ist schon recht viel dann. Oh Mann. Nee, aber es ist halt ja wirklich so. Also, man muss sich nicht mehr wundern, aber es ist halt einfach schön, wenn man sich mal zusammenreißen könnte. Langsam. Weil ich meine, ich drehe auch langsam durch. Ich habe das Gefühl echt, dass mir mittlerweile ein bisschen die Welt auf den Kopf fällt und. Es gibt ja auch viel mehr Leute mittlerweile, die irgendwie auch kurz davor sind, durchzudrehen. Also, ich habe jetzt halt auch diese Woche irgendwie wieder. Meiner Schwester telefonieren müssen. Das war irgendwie auch alles nicht so einfach für sie jetzt. Was ist das? Das ist das hier. Einfach weil wir halt zu Hause sitzen. Irgendwie auf Verdachtsfall halt mäßig, ne? Oh, Reyes. So, vielleicht kommen wir hier einfach mal rein und dann ist gut. Und bitte nicht im Schacht sterben. Nice, wir sind drin. Keine Ahnung, wo ich sonst auch so hin muss, aber ich bin drin. Das war ja einfach. Ja. Hätte ich vielleicht eher manchmal nutzen können. Ach, oh, Gott, ey. Ich finde es krass, 45 bestätigte Infektionen. Das ist, nee, es ist einfach nicht mehr wünschenswert, sowas. Überhaupt. Wieso ist die Tür abgeschlossen? Es bringt mir hier gar nichts, dass ich jetzt hier stehe. Wo ist die Ratte? Oh nein. Piep. Tschüss. Oh oh, oh oh. Was? Wovon redest du? Ach komm. Das war so gut. Nein. Mindestens einer wurde mit Corona wieder zur Arbeit geschickt. Was? Aber die hatten dann auch wenigstens mindestens 2 Wochen zu Hause zu bleiben vorher, oder nicht? Und dann nochmal getestet, um sicherzustellen, dass sie auch safe sind, nicht? Nein? Okay, gut. Aber ich finde, da ist irgendwie auch die Arbeitsstelle wieder dran schuld. Die sollten das auch ein bisschen mehr unter Kontrolle haben. Ja, gut. Ja, sie haben doch nur wissen. Das hört sich eindeutig nach Chefetage an. Großartig. Nice. Jetzt hat er einen Antikörper. Kann er ja weitergeben, ne? Deswegen auch ohne Maske am besten. Ah. Es geht noch bis nächstes Jahr locker. Es war aber schon Anfang des Jahres irgendwie abzusehen, ganz ehrlich. Einfach wie sie sich halt am Anfang schon verhalten haben und. Ja. Generell diese verteilten Maßnahmen, die man halt gesehen hatte. Nirgendwo war irgendwie was geschlossen, bestätigt worden oder. Ich weiß nicht, so Hand in Hand gearbeitet wurde halt nirgendwo so wirklich. Wo ist der Typ jetzt? Ah, da hinten. Nein. Hätte ja gucken können. Das ist das Falsche. Das. Guck dir. Ich sehe das auch gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Lifeboat Access, das hört sich erstmal gut an. Tschüss. Oh Gott. Wie ist sie da oben? Kaiserin? Sie kam vor ein paar Tagen an. Ist aber sehr ja, unsere kleine Emily ist übrigens wirklich hier und wir müssen sie noch retten. Nur noch das, mal ganz eben. Schnell nebenbei, wird den ganzen Tag heute dauern. ja. Meine liebste Fähigkeit hier. Vielleicht komme ich ja auch da rein. Kann ich dann da so ein bisschen langschleusen? Ach, da hinten. Die ist doch hübsch. Gehe ich rein, gehe ich nicht rein. Ich
bin der Meinung, ich hätte mal irgendwie eine Karte gesehen, aber es ist halt auch schon ein bisschen her, ne? Ich bin auf jeden Fall Captain Schleichfuß, denn ich habe zweimal meine Schuhe verbessert. Das Wichtigste, was ich jemals gemacht habe hier. Nehme ich den mit? Lasse ich ihn liegen? Oh, ich lasse ihn liegen, der liegt hier ganz gut. Der liegt hier ganz gut. Ich hätte trotzdem gern noch mal ein zweites Safe hier. Ja. Schreiben. Nee, aber es gibt irgendwie keine schönen guten Neuigkeiten mehr irgendwie. Was weiß nicht. Ausgetrickst hat man das. Dieser Trottel, ja, renn mal runter. Diese Ratten, ich hab gar keine. Hih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 i. Licht von Verkritz gegen Gegner. Ich werde dein Versteck finden. Ach ja, bist du das? Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Ich würde gerne mehr sehen. Da haben wir zum Beispiel die Ratten. Aufstehen, sofort. Verdammt, was jetzt? Er hat ihn entdeckt. Natürlich hat er ihn entdeckt, aber. Da liegt noch was Grünes. Ist das Loot? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Geschlafen. Da! Guten Tag! Au, der ist ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie Kämpfen funktioniert hier. Sieht man, ne? Jetzt habe ich einen umgebracht. Nicht gut. Solange ich noch mehr umbringe, aber. Einer ist okay. Einer geht noch. Hat keiner gehört. Yep, das habe ich schon gesehen. Und noch einer. Und noch einer. Wirklich? Okay, nein, das geht so nicht. Ich kann dir nicht so einen Haufen bauen, nein. Finde ich nicht okay. Kann ich nicht mit leben. Ich habe mir gesagt, ich möchte ein guter Bösewicht sein. Bleiben Sie hier liegen. Ruhen Sie sich ein wenig aus. Das haben Sie sich verdient. Der gute alte Wachoffizier Karl. Der schläft jetzt erstmal eine Runde. Hunde. Meins. Meins. So. Ja. Das lief doch gut. Nicht so schlimm wie vorher hier. Die Radis kann ich halt verwenden. Was ist das denn immer? Achso, da liegt ja halt noch was. Ah. So manipuliert und ich würde ja trotzdem gerne dann die Ratten wieder verwenden. Das ist doch die letzte Scheiße. Wenn ich darf. Ratten, alles zum Kotzen. Wie bei uns, ne? Ist er noch da? Ich werde dich finden, dich für deine Verfehlung bestrafen, wo immer du bist. Wieso sieht der mich denn jetzt hier auf einmal? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Der ist am anderen Ende der ganzen Map gefühlt. Kommt zu mir zurück. Ich mach gar nichts. Gar nichts. Ach, hier ist auch noch eine Ratte. Oh, dann nehme ich lieber die.
Nochmal manipulieren eben. Manipulieren? Mal nach Ohio denken oder so. Guten Morgen. Blub, 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 blub. Ha, Torhaus, wir sind drinne. Oh Mann. Gute Nacht. Oh, der hat aber echt keinen Spaß an seiner Arbeit gehabt. Definitiv nicht. Wenn das so ermüdend war. Hm. So. Oi, oi, oi. Hey, weiter geht's. Nach oben. Soll ich mal schnell wegkommen? Schlafe, mein Kindchen, schlafe ganz fest. Ich finde das echt mal bemerkenswert, so Leute bewusstlos zu knuddeln. Das ist echt nett. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Jeden einzelnen speichere ich jetzt ab. Ja. Das ist einfach wichtig. Au. Nein! Das ist wirklich wichtig, sag ich ja. Ach, einmal gegen Pfeiler gelaufen und dann sowas. Na, Knuddel-Attack. Lieb von dir, danke. Ich brauche ihn mal. Irgendwie brauchen wir ja diesen Kontakt untereinander wieder. Oh nein, da sieht gleich den anderen und dann ist er verwundert und... Nein, ist er nicht. Er geht nur dahin. Hm. Bleibst du da bitte stehen? Ich habe einfach kein Glück in solchen Geschichten. Ich sollte immer kurz warten und dann gleich hinlaufen. Nicht immer wegrennen. Nur viel zu panisch, glaube ich. Ich habe doch alle Zeit der Welt hier. Mein Tee trinken. Also mit einer guten Milka-Tasse heute. Oh, da steht er schon. Dabei ist da gar kein Milka drin. So, gute Nacht. Und da hinten Leuchtturmaufzug wollen wir hin, damit wir oben in den Leuchtturm kommen. Und ich denke, dass da dann ein großes Finale auf uns warten wird. Also vor allem auch Emily. Und ich meinte ja nach jedem erstmal speichern. Emily. Ah, da ist wieder so ein böser Turm. Nicht. Oh, das war schon echt dreckig. Ich meine, ich hätte auch so durchlaufen können, aber... Aha. Wer weiß ja schon, wie man damit kommt, bis die einen dann wieder sehen und verfolgen. Wie gesagt, ein paar Leute dürfen es, glaube ich, schon sein. Hauptsache, ich bin jetzt hier angekommen. Hier läuft bestimmt einer von denen hier noch. Oh, oh. Ich glaube, ich werde den Abschnitt gleich nochmal spielen. War ja eh nicht so zufrieden. Du hast 2 Stunden Nap gemacht. Oh. Ich glaube, die Maschine kriegt jetzt alle für uns. Hm. Ach, hier liegt tatsächlich der Schlüssel. Praktisch. Also hätten wir uns so oder so mit denen irgendwie abgeben müssen. Ja, na dann, Asche sind in einen besseren Ort teleportiert worden. Ich weiß nicht, wie das umschreiben soll. Kann auch sein, dass der das eben war. Okay, Schalter. Ich will hier nicht bleiben. Definitiv nicht. Ich habe heute ein 10-Minuten-Nap gemacht. Das war auch toll. Da kann ich mir mal gar nicht mehr so erlauben. Hm. Auch mal nur so zwischendurch mal ein bisschen.
Au. Gut gemacht, Chris. Während ich hier so vor mich hin stolper, hat Chris schon wieder die ganzen Holzfäller hier beraubt. Mal speichern. Ja, war vielleicht ein bisschen böse, was ich hier gemacht habe. Ach, die sind immer kurz davor, sich umzudrehen hier. Hier unten ab. Ich glaube, hier kommen jetzt echt noch ein paar mehr Leute, ne? Ist es noch nicht gewesen. Geht nicht so einfach. Aber wie er da steht. Kannst du bitte umdrehen, mal runterpinkeln? Wie die anderen Leute das mal so machen? Aufpassen, ein Herumtreiber. Wer hat das denn jetzt gesagt? Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Jetzt bewegt er sich auf einmal. Und jetzt dreht er sich auch um. Ah, jetzt raucht er erstmal eine. Schlimm, diese Leute. Kann hier gleich liegen bleiben. Ja, ich brauche noch einen zweiten, das ist sonst irgendwie doof. Überpacken hier. Dass ich mir so ein bisschen abwechselnd was machen kann. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie in eine doofe Position manövriere oder nicht mehr rauskomme. So. Zeit für einen Attentäter. Sowas zum Beispiel. Oh Mann. Zeit für einen Attentäter. Zeit für ein Käffchen, wollte er bestimmt sagen. Ich kann mich aber auch nirgendwo verstecken, oder was? Na komm. Ich will ihn da gleich mit der Flasche ablenken. Nicht abwerfen, aber ablenken. Wer kommt jetzt gar nicht? Die Möwenkrähen. Okay. Oh, da kommt er. Kommt er? Der kommt gar nicht. Der steht da nur rum. Nicht ausgetrickst. Geh doch weiter. Verstehe ich diese Leute nicht. Ach shit, er steht dann direkt neben mir. Okay. Ich dachte, der würde noch weiter davor stehen. Okay. Da vermute ich mich irgendwie hier Krach machen gehört. Was ist denn das für einer? Zeit für ein Schwätzchen, Idiot. Wachen, zu mir. Aus der Schuss. Die wollen einfach nur sterben. Dahinter ist, da steht ja gleich der Nächste. Ach, wie soll ich das denn machen? Normalerweise gibt es doch immer so einen zweiten, dritten, vierten Weg, dachte ich. Aber hier gibt's gar nichts. Ein Christ, der um die Ecke blüht. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zum Stream. Ich hänge gerade richtig schön fest. Au. Ich töte mich selbst. Eine Woche Whisky. Oh nein. Das war gut. Das war richtig gut. Eine Woche Whisky. Die wollen mich nicht durchlassen. Er hat's so gut. Pet erstmal eine Runde. Kann ich hier irgendwo anders hoch, hin, rein, runter? Au.
Hat er nicht gesehen, dass ich mit deinem Kopf gestoßen habe? Hat er nicht gesehen. Hm. Na klar, ich kann die Flasche mitnehmen und werfen, aber vorher sieht er mich auch noch. Zeit für ein Wachen zu mir! Das war's mit dir! Klingt's halt irgendwie nicht. Aus der Schusslinie! Selber aus der Schuss in die Schusslinie. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, ich auch. Irgendwer. Ah. Okay. Ich habe jetzt so echt ganz schön viele Leute hier auf dem Gewissen auf dem Turm. Tut mir ein bisschen leid. Hm, kann man nichts machen. Wie gesagt, dass auch die Jagd immer so schön, ein paar Opfer muss es immer geben. Spiel speichern. Ach, abartig. Na gut. Will ja auch irgendwann fertig werden hier. Oh, oh. Ja, kurz in die Ecke. Ja, natürlich. Gibt es da was? Klassiker halt. Da ist ein Leuchtturm. Martin Pendleton. Ach ja, genau. Wir wurden ja natürlich von unseren eigenen Leuten verraten. Und sollten uns ja vielleicht mal noch rächen. Vielleicht nicht. Ich dachte erst, es wären irgendwie so komische Vögel, so Sträuße, aber gut. Sträuße halt, ne? Oh Mann. Ein weiser Mensch sagte eins, man muss nicht immer nach oben gehen, um hochzukommen. Aber wenn man nicht hochgeht, kommt man dann hoch? Ich will nicht. Teetasse, danke. Na, direkt davor. Einfach weil ich es gerne mache. Speichern, ne? Das ist. Wie atmen. Wir haben eine Kaiserin gekrönt, die Jahre braucht, um aufzuwachsen. Und wenn sie es ist, gehört sie uns. Siehst du? Die Jüngste könnte 60, 70 Jahre lang regieren. Optional. Das ist alles Martins Schuld. Hätten wir Corvo nicht aus dem Gefängnis geholt, hätte Corvo seinen Job nicht so perfekt gemacht, hätten wir nicht... Haha, danke, danke, danke. So viel Lob. Hätte ich meinen Job nicht so perfekt gemacht. Zu sicher, das war mein Problem. Stop it. Niemals zögern. Zu sicher, was ich wollte. Zu sicher, was ich wollte, als andere Männer zögern. Ich muss mal noch höher. Ja, ja. Ich würde mal unten einen Weg nach oben. Ach so, ich verstehe. Sitze ich auch sehr gut an. Es ist vermutlich nur Wild Guess, was ich schon wieder mache, hier Emily zu finden, aber. Keine Ahnung. Ich meine halt, warum nicht, aber. Oder soll ich ihn wirklich töten? War jetzt optional, den anderen zu töten. Nee, ich will Emily retten, doch. Das ist immer noch meine Hauptmission. Weiß nur gerade nicht, wo es da weitergeht. Deswegen ich hier einfach mal nach oben laufe. Warum sollte die Prinzessin nicht oben im Turm sein, ne? Oh. Ist das oben? Shit. Unten ist es neu oben, ganz offensichtlich. Wobei, ich glaube, oben ist immer noch oben. Nur von unten geht es vielleicht schneller. Also von ganz unten. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Hm. Halber Schwimmreifen. Rettungsring. Hey. Bin ich doch falsch abgebogen. Ich muss noch gar nicht hin. Bedrohliche Musik und ich, die hier so rumschleicht, völlig verloren. Ich will ihm doch gar nichts tun. Verwirrt.
Ja, eben. Oder eben Erniedrigung, dass man weiter nach unten kommt, wenn man es richtig krank haben möchte. Bestimmt auch eine Möglichkeit. Was ist das denn hier? So ein Übertragungskämmerchen hier. Dachten Sie, ich kämpfe Corvo? Ich muss Sie enttäuschen. Hat er mich gesehen? Wer gehört Ihnen? Der Schlüssel zu Emilys Zelle. Sie wird sich freuen. Oh, wirklich? Sie haben Sie schwer beeindruckt, wussten Sie das? Sie hat ständig nach Ihnen gefragt, wo Sie waren, was Sie gemacht haben. Das ist ja nett. Ich sagte es ihr. Zuletzt sagte ich ihr alles. Von unseren noblen Zielen am Anfang bis zum Ende. Als wir ängstlich und heimlich darüber stritten, wem wir vertrauen könnten und wen wir töten müssten. Ja, die sind leider auch ein bisschen durchgedreht. Wenn der neue Lordregent sein würde. Sie hörte zu, Augen weit offen. Sie ist ein interessantes Mädchen geworden. Wenn sie überlebt, wird sie eine unvergessene Kaiserin. Ah, und ich hoffe, dass er mal ein paar kleinere Hände bekommt dann mit dem Alter. Ihre Wahl. Wieso? Okay, also er will es offensichtlich auch nicht anders. Was ist denn hier mit, ich dachte, hier sitzt noch jemand. Martin. Die ist ja auch schon tot. Nicht so, ne? Dann nehme ich mir den einfach so. Er hat uns zwar schön was erzählt, aber im Endeffekt, er greift uns ja trotzdem an. Er will es ja nicht anders. Dann können wir es auch gleich so machen, dass wir ihn halt so eliminieren, ohne ihn zu töten. Schkommel! Ja, warte, ich muss noch looten. Looten, loot. Nein. Müssen Sie in der Ecke stehen, bis Sie wissen, wie man sich benimmt. Das finde ich gut. Das macht er bestimmt. Ah, jetzt hätte man noch das Schlüsselloch gucken können. Ich wusste, du kommst. Wird jetzt alles gut? Werde ich. Ja, jetzt kommt gute Musik. Ja, jetzt kommt wirklich gute Musik. Licht am Ende des Tunnels. Ja, wir haben tatsächlich 7 Gegner diesmal mitgenommen. Hat sich halt so ein bisschen angehäuft jetzt zum Ende hin. Aber wir haben Emily gerettet, ganz wichtig. Das Ende. So endet die Zwischenherrschaft. Und nun übernimmt Emily Caldwin die erste nach einer Zeit der Unruhen den Thron ihrer Mutter. Du wirst an ihrer Seite stehen, Corvo, um ihre junge Seele zu leiten und um sie vor denen zu beschützen, die sie ausnutzen oder ihr schaden wollen. Schön. Du sahst und hörtest zu, wo andere Männer vor Zorn geschrien hätten. Du hieltest dich zurück, statt zuzuschlagen. Und so brach mit dem Abklingen der Seuche und Emilys Aufstieg ein goldenes Zeitalter an. Eingeleitet. Ich glaube, ich habe mich gut entschieden. Oh Gott, die beiden Verrückten. Probieren wieder irgendeinen Mist aus an den armen, verseuchten Leuten. Weiß doch genau, wer die ganzen Leute sind. Ja, ja. So ein paar Gesichter erkennt man tatsächlich nicht wieder, aber... Später, wenn ein Haar weiß geworden ist und du diese Welt verlassen wirst, wird Kaiserin Emily die Weise, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, dein Körper im großen Grabmal ihrer Mutter zur Ruhe betten. Weil du mehr für sie warst, als nur ihr Schutzherr. Leb wohl, Corvo. Ja. Das ist voll süß gewesen jetzt am Ende. Ach, Zyklot. Ja, hat aber deutlich länger so gedauert, also so ungefähr so lange, wie ich mir vorgestellt hatte. Deswegen beim letzten Mal wollte ich das nicht mehr machen. Dafür können wir heute noch mit dem zweiten Teil anfangen. Da freue ich mich auch schon sehr. Ich hoffe, der ist ein bisschen, ja, der läuft ein bisschen besser. Nicht so wie der hier. Das ist echt schlimm am Ruckeln. So, die Credits, das ist schlimm. Ich glaube, das sieht man gar nicht so im Stream. Ja, wie sieht es aber viel schlimmer aus als im Stream? Aber wenn ich mir am Ende den Stream wirklich angucke, sieht es da nochmal 1000 Mal schlimmer aus.
Ja, so wirklich perfekte Qualität werde ich von hier abliefern können. Tut mir leid. Nein, Katze. Ja, wenn der sowieso mal leckt, ist es auch egal, stimmt schon. Nee, aber auch wenn es mal nicht lenken würde, würde zumindest das Spiel lief echt schlecht. Also, das habe ich echt schon viel probiert. Ja, genau eben. Es ist halt wirklich sehr schlecht optimiert. Da kann man auch nicht viel nachbessern. Oh ja, das ist sehr gut. Mach mal noch hier schön Uri-Punkte. Krass, auch das. Ja. Das kann man halt selber auch nicht so viel machen. Ich hatte überlegt, nochmal nach einem Patch zu gucken. Irgendwie gibt es manchmal auf Fanbase irgendwelche Sachen. Aber dann war es halt auch so, ja, nee, nur für eine Sache, also eine Stunde oder sowas, lohnt sich dann auch nicht mehr. Das ist einfach zu spät eingefallen. Fein, ganz fein gemacht. Harry oben kürzer? Sonst? Nein. Niemals. Ich mach dir wieder ein Krönchen auf den Kopf. So einen kleinen Wirbel. Das ist okay. Das darf ich. Das muss doch. Ach ja, ich habe auch noch gute Nachrichten. Ich denke mal, dass ich... Ich hatte ja überlegt, ob ich nicht Assassin's Creed nach Dishonored dann mache. Nach dem zweiten Teil. Aber ich denke, das werde ich noch ein bisschen schieben. Zwischendurch noch Resident Evil 3 reinpacken. Weil das habe ich mir heute mal noch geholt. Und ist ja auch so ein ganz schnelles Spielchen. Ich glaube sogar noch schneller als der zweite Teil dann im Endeffekt. Also das Remake. Skyrim 4 oder 5 Fanpatches. Oh ja. Ich glaube, Skyrim war auch eins der allerersten Spiele, bei denen ich wirklich nicht auf Mods verzichten wollte. Ich konnte und wollte nicht verzichten. Ich habe mir wirklich einiges raufgepackt, dass es besser lief, dass man einige ja auch so Spielverbesserungen an sich ja hat und. Ja. Koko, was ist los? Rede mit mir. Und ich. Und ja, nee, aber ach Gott, was hast du? Ach, vielleicht sind sie jetzt in besseren Händen, wer weiß. Vielleicht kommt ja irgendwann ein gutes Spiel raus. So mit anderer Leitung. Good Hell Aunt Rhodey. Rhodey? Wie ist Tante Rhodey? Wieder irgendwie was nicht mitbekommen. Ich lebe doch mal so hinterm Mond. Ja, die Skyrim-Mods. Assassin's Creed Skin. What? Also irgendwo hat es dann halt auch aufgehört. Ich wollte einfach nur das Spiel in schöner Grafik und flüssig genießen. Ja, ich glaube, so auf ein paar abgefuckte Sachen habe ich dann gerne verzichtet. Ich habe es nur aufgehübscht. Und ich glaube, ein bisschen improved im Sinne von Taschen und so weiter, solche Sachen. Man muss ja nicht alles verändern. So wie gegen riesige Thomas, die Lokomotive Drachen kämpfen. Das muss nicht sein. Ach ja, die Skyrim Special Edition, die grafisch aufbearbeitet war, aber eigentlich noch viel, viel schlimmer war als das Original. Ich glaube, das ist ja sogar... Also klar, das sah halt einfach nur dämlich aus. Kam das jetzt nicht sogar für einen Kühlschrank raus? Bin mir sicher. Ach nee, Doom kam irgendwann für einen Schwangerschaftsstreifen raus. So, sah aus wie auf einem Thermometer oder irgendwie sowas. Das war echt gut. Aber irgendwie, Skyrim ist das Spiel, wo ich mir überdenke, sie können es nicht immer wieder rausbringen. Sie müssen auch mal irgendwie... Das ist ja für mich Assassin's Creed. Ja, egal. Es wird nie gut werden. Ich überlege gerade, ich glaube, online sieht auch schon deutlich besser aus. Ne? Das kam ja... Oh Gott. Ja, also Elder Scrolls Online. Wird daran nicht auch immer noch gebastelt? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Miau, nicht den Schwanz streichen, kann er nicht. Mach doch nicht. Die Texturen auf 2 oder 4K skaliert. Skaliert? Oh, bitte erzähl mir nicht über Skalieren. Ich habe heute 2 Stunden lang Sachen runter skaliert und durfte dann immer hin und her skalieren und, also. Größen verändern. Das hat ewig gedauert. Wenn niemand vorher vernünftig dran arbeitet, man alles verbessern muss. Das ist zum Kotzen. Es fällt auch teilweise nicht auf, sowas, aber. Das ist skalieren. Das macht kein neues Spiel oder kein besseres. Lässt es nur angeblich besser aussehen. Angeblich. Niemals. Aber dafür haben ja echt ganz schön viele Leute scheinbar mitgearbeitet.
Ja, Manager zum Verkaufen halt, ne? Wir müssen es unter dem Markt, auf den Markt dringen, unter die Leute. Mal eben einen Blick. Ja. Okay. Wir haben ja erst 7:45. Das ist ja gar nichts. Ich überlege gerade, ob wir heute nicht sogar ein bisschen länger machen, weil ich habe jetzt offiziell Wochenende und ja, ich mag das. Ich mag das wirklich, sagen zu können, dass ich Wochenende habe. Vor allem, wenn die Woche halt immer so anstrengend ist. Ich muss die Zeit echt noch ein bisschen genießen, die ich gerade habe. Weil einfach nur das Praktikum, es kotzt schon echt an, 8 Stunden am Stück zu arbeiten. Aber es ist auch bald vorbei. Und dann suche ich mir eine andere Arbeit. Das wird dann besser. Das sagt man sich jedes Mal so. Ja, Marketing. Immer noch Marketing. Okay. Jetzt halt nur in der UK. Ja. Ich weiß, wir können es überspringen, aber ich möchte eigentlich immer den Leuten auch ihren Ruhm gönnen, so ein bisschen, auch wenn man gefühlt nicht drauf eingeht, aber es gehört halt auch zum Spiel dazu, meiner Meinung nach. Nur nicht, wenn es 10 Minuten dauert. Länger als das Spiel hier selber. Aber achso, ich kann ja schon mal irgendwie so ein Mini-Fazit ziehen, weil wir ja jetzt nach dem ersten Spiel schon einen guten Eindruck hatten und also so generell war es gut. Nicht sehr optimiert, das hat man ja hier und da gemerkt, aber so game-technisch, Game-Mechanics, die haben mir alle sehr gut gefallen. Ich habe ja gefühlt über die Hälfte der Fähigkeiten gar nicht benutzt. Jetzt am Ende mal die Nachtsicht noch, die war echt gut. Hätte ich vorher auch schon nutzen können, aber gefühlt sehe ich damit irgendwie auch kaum was. Das sind nur die Leute. Ja, wenn man sich halt immer irgendwie so reingefunden hat, irgendwie eine Spielart für sich entdeckt hat, dann macht das auch ganz gut Spaß. Man kann halt auch einfach durchhauen und alle abschnitzeln, ne? Kann man auch. Ja, aber ich fand das doch ganz nett. Dadurch hatten wir jetzt auch ein schönes Ende, glaube ich. Die Alternativen muss ich mir dann nochmal angucken, aber ich gehe mal davon aus, hätten wir mehr Leute umgebracht, hätte der nicht sowas gesagt wie, ja, und er hat so schön zugehört und mit den Leuten gesprochen und so. Nein, er hat sie einfach alle umgebracht. Ich schätze, dann wäre die Welt auch ein bisschen trauriger dran. Ich weiß nicht, ob es jetzt das beste Ende ist, aber es war auf jeden Fall ein gutes, würde ich sagen. Ja, French Audio. Ganz wichtig. Haben wir gar nicht gehört. Das musst du mir gar nicht erzählen. Ach Mann, ey. Hey. Bei den Bethesda-Spielen wird halt gefühlt das gesamte Studio aufgezählt. Vom Prakti bis zum Obermacker. Obwohl nur ein Viertel oder so voll mitgemacht haben. Ja, es ist halt wirklich einfach so. Wirklich hier einzelne Synchronsprecher. Da hat irgendjemand so eine alte Frau auf der Straße gesprochen, die halt hier irgendwie 10-mal eingespielt wurde. Ganz wichtig, auf jeden Fall. Adrian Koch. Ich glaube, die Deutschen waren wieder wichtig, ne? Wer war denn das? Bei irgendwen hatten wir uns da, ich glaube, Caroline Schwarz. Die hatten wir auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Irgendein. Der den Katakalo gesprochen hatte. Ja, jedenfalls, genau. Einfach alle umbringen. Wenn du alle umbringst, wird er sie zur Tyrannin oder sowas. Oder, ja. Na, ja, dann erzieht er die halt auch so, ne? Also, ich habe jetzt alle umgebracht, weil du das auch machst und das ist ganz cool. Und dann gehorchen die auch alle Leute. Ist halt mit Angst und Schrecken zur Herrschaft, so. Zum Gehorsam. Gezwungen quasi. Möchtest du wieder hochkommen, Katze? Ja, eigentlich schon. Ach, du bist so süß, ey. Hatten wir nicht schon Playtester? Das ist so langsam. Es gibt nicht mehr Musik. Dann sollten sie wenigstens so ein paar Bilder aus dem Spiel noch reinbasteln oder irgendwie Musik. Ja, gern. Da ist auch kein Ausschlag. Schlecht. Also was ich noch verstehen kann, ist so bei Kickstarter-Projekten die Leute aufzuziehen, die halt entsprechend Geld da gelassen haben. Absolut gerechtfertigt. Aber wenn man so 50 Leute Playtesten hat machen lassen, dann...
Placeholder Speech Recording. Placeholder? What? Wieso? Fun Fact: Tyrannei in ihrer ursprünglichen Form war nicht negativ belastet. So gar nicht? Ich denke mal, den Leuten ging es halt hauptsächlich gut. Hatte halt jedes alles in Ordnung. Kommt ja nicht von irgendwo. Ja, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche kann man halt immer machen, aber irgendwo ist halt immer mal so ein Schluss,